Hi, mein Name ist Canuto aus dem Lux Tonstudio und ich zeige euch heute, wie ihr mit MPC Beats ein Sample so vorbereiten könnt, dass ihr es dann hinterher zerchoppen könnt und daraus ein Hip-Hop-Beat machen könnt. Wenn ihr das Programm geöffnet habt, dann wechselt ihr einfach in den Sample-Edit-Mode und dann könnt ihr von eurem Computer ein Lied, das ihr euch vorher schon ausgesucht habt, was euer Sample sein soll, einfach per Drag und Drop reinziehen. Dann habt ihr das Sample also so weit, dass ihr es jetzt bearbeiten könnt. Und zwar geht es jetzt erstmal darum, links die grüne Markierung, also den Startpunkt auszuwählen des Samples. Da ist nämlich eine kleine Lücke, die wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen, dass, wenn wir das Sample anspielen, auch direkt ein Ton kommt. Und dann müssen wir natürlich noch rechts die rote Markierung nehmen und das Ende unseres Samples bestimmen, weil wir wollen ja nicht den ganzen Track drin haben, der irgendwie 3 Minuten lang ist oder länger. Wir wollen halt nur einen gewissen Teil haben, was in meinem Fall halt 8 Bars sind. Das ist dann der Teil des Samples, den wir behalten wollen und den wir im nächsten Schritt dann in kleinere Stücke zerschneiden werden.